Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Omori. So, ich bin schon mal hierher geflogen. Orange Oasis habe ich jetzt mal hinter uns gelassen. Ja, irgendwas kann man sicherlich noch bei Dino Dick machen oder Dino Stick, aber das hatte mich jetzt nicht mehr so gereizt. So, was haben wir hier aber noch? Wir müssen dringend ein bisschen was kaufen noch. Nachos. Also wir holen nochmal 3 hiervon, damit wir einfach noch was haben zum Heilen. Das ist für alle 50% Juice. Davon holen wir nochmal 3. Life Gem holen wir nochmal 2. Okay, ich glaube, das ist schon ganz ordentlich. Ach, verflixt, ich habe mich noch gewundert. Ah, wir hätten eigentlich mit Hero kaufen sollen. Naja gut, egal. Wir haben genug Geld. Es mangelt uns nicht an Geld. Also, hier sind noch einige Sachen in diesem Wald. Ich überlege gerade. Nee, okay, wir können hier laufen einfach. Wir müssen nicht unbedingt den Wagen nehmen. Den Wagen. So, da links soll es irgendwie noch weitergehen bei dem Bären. Beziehungsweise wir kommen ja jetzt auch ins Wasser. Stimmt. Das probiere ich erstmal aus. Was da jetzt eigentlich ist. Oder ist... Oder meintet ihr das, dass es hier weitergeht? Ah, oh. Ein goldenes Hero Sandwich. Ah, hier sind wir mal wieder. Fühlt euch wie zu Hause, Kiddos. Jeder Freund von Hero ist ein Freund von mir. Okay, das wissen wir schon. Aber wir können hier auf jeden Fall einmal launchen mit unseren Freunden. Ach, da steht ja noch jemand. Den habe ich gar nicht gesehen. Yeah, alle haben 5 Juice bekommen. Das Schicksal ist grausam. Ich habe meine ganze Familie in einem Tag verloren. Ach, das ist Sir Maximus der Vierte. Oh no. ja, wäre ich doch nur stärker. Ah, Ruben. Ich nehme noch einen Drink auf meine Sorgen. Kommt sofort, Max. Ups, sorry. So. Ich habe jetzt nicht kapiert, ob wirklich links von diesem Bären, aber in jedem Fall, ich kämpfe jetzt mal gegen den. Ich schneide das eventuell raus. Wir hatten ja schon mal gegen den gekämpft und wissen, wie das so ist. und mal wieder aufgestiegen. So, hier links. Oder ihr meintet halt das mit dem... Ich fürchte, ihr meintet das. Oh! Hallo Fremder, ich bin Mosch. Und mein lebenslanger Traum ist es, gegessen zu werden. Wirst du mir endlich meinen Wunsch erfüllen und mich essen? Oh, danke sehr, Fremder. Du weißt gar nicht, wie dankbar ich dir bin. Du hast Masch. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt nicht richtig verstanden habe. Vielleicht meintet ihr das halt mit dem... Hier war ich ja schon. Und da sieht es eigentlich nicht so aus, als wäre da ein Weg durch. Ich probiere es aber mal. Oh doch, tatsächlich. Vielleicht meintet ihr rechts und nicht links und ich habe mir das falsch gemerkt. Oh, hier ist auf jeden Fall nochmal... Oh, ist aber zu stark, um durchgeschnitten zu werden. Ui. Und das da? Das geht. Ui, ui, ui. Nein! Oh krass, das ist einfach nur, um uns gefangen zu nehmen. Hä? Okay. Ich nehme an, das hält sie nur kurz auf. Also wartet, ich muss meine Hände hier mal auf bestimmte Art und Weise hier drauf packen. Okay, sorry, dass ich nichts gesagt habe, aber ich
war so mega konzentriert. Das müsste Basil sein. Magische Bohne. Puh, meine Güte. Diese Lampe wurde vor kurzem entzündet. Oh! Okay. Moment, ich will noch kurz wissen, was die magische Bohne ist. Beziehungsweise können wir die jetzt etwa einpflanzen? Die ist hier gar nicht dabei. Doch, da! Oh, nee, sowas mag ich nicht. Man beginnt mit irgendeiner Emotion im Kampf. Nee, danke sehr. Oh, hallo? Daddy Longlegs, willkommen im verlorenen Wald, in dem du Dinge findest, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie verloren hast. Oder vielleicht sind sie aus gutem Grund vergessen. Das hört sich nicht so gut an. Ja, dann speichern wir mal, aber bitte auf einem neuen Speicherplatz. Und okay. Oh nee, nicht sowas. Gibt es irgendein Erkennungszeichen, wo wir lang müssen? Da ist eine Lampe oder so eine Lampen. Okay, also oben rechts kommen wir zumindest schon mal an einem anderen Ort raus. Ich schätze, wir alle haben Geheimnisse. Egal wie verloren oder wie tief sie vergraben sind, sie finden ihren Weg auf die andere Seite. Okay, oben rechts, rechts ist nichts. Oben rechts, oben links ist ein bisschen anders. Okay, versuchst du dich zu verlaufen oder ist dir das bereits gelungen? In jedem Fall ist das der richtige Ort für dich. Vielleicht bist du deswegen hierher gekommen, um den Job zu beenden. Was bist du eigentlich? Bist du ein Gegner überhaupt? Oh, okay. Ach, hier sind diese dunklen Bunnies, die schon auf meinem Bild mit drauf waren. Gucken wir mal, ob das überhaupt viel ausmacht. Oh ja, das ist schon okay. Die können wir ganz gut angreifen. Oh, und die haben auch nicht viel Leben. Bestimmt, weil man hier ja auch viel früher schon reinkommen kann. In diesen Teil des Waldes. Oh, auch von XP her ganz okay. Ich mach mal ganz kurz... Was? Ach so. Ich brauch... ja, okay, dann mache ich halt das hier. Ist ja nicht teuer. So. Also, wir probieren hier rechts. Oh. Voll gierig. Oh. Normalerweise tun wir Dinge, die wir wollen, statt Dinge, die wir sagen, dass wir sie tun. Ich bin nie einer, der wollte. Ich bin eher jemand, der will. Also der etwas braucht. Ich denke, du solltest nach dem Ausgang suchen, bevor dein Wille oder das, was du brauchst, offensichtlicher wird. Wie meint er das denn? Du hast eine Perle eingesammelt. Ist das auch was zum Equippen hier, oder? Perle? Habe ich jetzt nicht gesehen. Ist vielleicht bei den Toys dabei? Oder ist important? Nö. Da. Ach, haben wir sogar schon ziemlich häufig. Ach, dies ist das, was man zu Clams verarbeiten lassen kann. Nee, hier waren wir schon, oder? Dann waren wir rechts gegangen? Nee, doch nicht. Hier? Das ist definitiv nicht gut für mich. Ich kann mich doch hier immer nicht zurechtfinden. Oben links. Hatten wir schon geredet? Du bist noch hier? Entweder hast du aufgegeben oder du hast dich deinem Schicksal bereits ergeben. Eine Beichte vielleicht, aber ich bin nicht derjenige, der dir das sagen wird. Whatever. Du sprichst in Rätseln, mein Lieber. Okay, also hier waren wir oben links. Und dann versuchen wir es jetzt einfach nochmal mit
Hier oben links. Okay, hat keinen Erfolg gebracht. Links. Und nochmal links. Ah! Hä, haben wir dann jetzt aber nicht alles... außer zurück. Das haben wir noch nicht probiert. Aber eigentlich... Hilfe! Ja, jetzt sind wir wieder hier. Was ist hier drin noch? Ein Geheimweg. Hallo. Ich will nicht kämpfen unbedingt. Hier ist schon einmal ein Junge umhergewandert, sehr ähnlich wie du. Er ging in die Dunkelheit und kam nie mehr heraus. Wie bedauerlich es gewesen sein muss, nie das entdeckt zu haben, wonach er gesucht hat. Sei es Bedauern, Niederlage oder Verwirrung, keiner wird es wissen. Oh nein, war das Basil? Hier sind ja auch sehr schöne Blumen und so. Oh, jetzt habe ich vergessen, wo wir lang gegangen sind. Ich war zurück. Und dann hatte ich gesagt, Map, 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 alles blöd, bla, bli, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Und dann bin ich rechts. Nee, rechts bin ich irgendwie nicht. Nochmal nach unten? Nach oben? Alter, das ist nicht mein Ding. Links? Okay. Wenn wir hier sind, links und dann rechts. Genau. Wenn wir hier sind, links und dann rechts. Dann gehe ich nochmal hier oben lang. Links und dann rechts. Okay, aber das habe ich mir jetzt, glaube ich, gemerkt. Links und dann rechts. Und dann da oben lang. So. Dann gehe ich jetzt mal da unten lang. Oder ist das hier... Hä, jetzt bin ich völlig verwirrt. Ist hier noch irgendwo was? Oder ist hier tatsächlich jetzt nur... Hä? Kennen wir uns schon oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Ich habe verloren gegangene und Blinde gesehen, aber die Kombination ist beunruhigend. Vielleicht versteckst du dich vor dem wahren Weg. Ich verstecke mich nicht. Ich weiß nur wirklich nicht, wo ich lang muss, Mann. Oh, die Musik hat aufgehört. Du bist an das Ende des verlorenen Waldes gelangt, aber es ist der Anfang der Wahrheit. Ich werde dir eine Geschichte erzählen, die lange in der Zeit verloren war. Eine Geschichte der Erschaffung dieser Realität. Am Anfang gab es nur zwei, den Träumer und diesen Raum. Seinen Raum. Der Träumer mochte seinen Raum nicht mehr und er kreierte eine Tür, die in viele verschiedene Welten führte. Er wandelte auf diesem Weg als ein Besucher dieser Welten und daher konnte der Träumer kommen und gehen, wie er wollte. Rutscht aus und fällt und stolpert und fällt. Die Neugierde des Träumers und seine Erforschung dieser Welt führten ihn in eine ganz bestimmte Welt. Eine, die nicht so war wie die anderen. Eine, gemalt mit Chaos und gebadet in Dunkelheit. Langsam wurde der Träumer mit Verzweiflung erfüllt. So still sie auch gewesen sein mag, die Worte der Boshaftigkeit krabbelten langsam in sein Gehirn. Flüsternde Lügen, Geheimnisse und Wahrheiten. Machtlos gegenüber der Stille des Geräusches manifestierte der Träumer gutmütige Entitäten in seinen anderen oder in seinen verschiedenen Welten. Dann verband er seine Welten überhalb des dunklen Gebietes und versiegelte es mit deren gemeinsamer Macht oder Kraft. Trotz seiner mutigen Versuche
konnte die Präsenz der Dunkelheit aber nicht völlig ausgelöscht werden. Selbst mit neuen Mitstreitern befand sich die Dunkelheit immer noch in den hintersten Ecken des Geistes des Träumers und kratzte und wimmerte dort. Die Geräusche mögen leise geworden sein, aber es ging nie ganz weg. Der Träumer konnte fortrennen und seine Ängste vergraben, aber seiner eigenen Reflexion muss man sich doch stellen. Was der Träumer geschaffen hatte, war etwas, von dem er nicht Teil sein konnte. Es war außerhalb von ihm selbst. Die Macht des Träumers war sein größter Gegner. Wissen bzw. die Abwesenheit dieses Wissens würde das größte Geschenk des Träumers werden. Um wahrhaft diesen Zuständen zu entfliehen und in einen wundervollen und angenehmen Zustand der Ignoranz zu gelangen. Nur in diesen Momenten hörte das Geräusch auf und kratzte nicht mehr am Geisteszustand des Träumers. Daher nahm der Träumer einen anderen Namen an und entschloss sich, sich selbst zu vergessen. Von jener Zeit an hat der Träumer unter uns gelebt, als ein Bewohner dieser Welt. Er ist umhergewandert und es war ihm gar nicht klar, dass er dies alles selbst erschaffen hat. Kinder, ich muss euch warnen. Wie alle Dinge, die in dieser Welt geboren werden, wird oder bedroht auch diese Welt ein Ende. Auch wenn der Träumer dem Unerklärlichen unterlegen ist, wächst die Dunkelheit immer noch. Oh Mann, der redet aber auch wirklich sehr kompliziert. Eine Bandage, ein Verband kann eine ewige Wunde verbinden? Ja, ich glaube tatsächlich. Und es wird aber der Zeitpunkt kommen, an dem sein Einfluss durchbluten wird. Wenngleich der Träumer sich dessen nicht bewusst ist, es vergisst nie. Ja, das Ende dieser Welt ist womöglich unausweichlich. Der Träumer ist der Einzige mit der Fähigkeit, diese Welt zu befreien. Oha, ich weiß halt nicht genau, ob es wirklich Sunny ist. So langsam überlege ich, ob es vielleicht Basil in Wirklichkeit ist, der diese Welt geschaffen hat. Ich musste aber erst drüber nachdenken, ob das Sinn ergibt. Nur so jetzt spontan, weil er auch gemeint hat, dass hier schon mal ein Junge lang gegangen ist und in die Dunkelheit gelaufen ist und nicht zurückgekehrt ist. Das ist schon interessant. Ihr habt gemeint, es passiert nichts, wenn ich mehr einsammle, dann mache ich das jetzt, weil uns fehlt ja nur noch W, T und S eigentlich. Aber da ist ja auch noch kein komplettes Männchen dran. Ich nehme dann das Hammer noch. Tada! Okay. Ist halt echt fast nichts zu erkennen hier. Ich weiß gar nicht, ob hier noch was zum Einsammeln ist. Das war sehr mysteriös. Ich meine, uns war ja klar, dass das die Welt, also dass diese Welt erträumt ist. Die Frage ist jetzt tatsächlich, wer der Träumer ist. Ist es wirklich Sunny? Beziehungsweise Omori? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ach, wir sind jetzt einfach hier wieder, wo diese Spinnen waren. Sind die auch noch da? Nee, die haben sich aus dem Staub gemacht. Ich weiß nur gar nicht... Ach nee, die sind noch da. Ah, da ist aber noch... Da will ich eigentlich noch hin. Ich verstehe nur gar nicht, warum wir diese Kerzen überhaupt anmachen müssen. Ach, guck mal, jetzt lassen die uns in Ruhe. Wollte ich gerade sagen. Oh, Hilfe. Ich glaube, die erwischt uns jetzt. Aber ich habe auch sonst eigentlich nichts gesehen, was wir noch einsammeln könnten. Das war ja alles interessant hier, ne?
Sehr mysteriös, aber cool. Mal schauen, was es mit dem hier auf sich hat. Ach so, Speed. Aber ich flitze hier doch schon so schnell durch. Alles sehr, sehr spannend, aber auch mysteriös. Hat uns jetzt nicht wirklich Antworten geliefert, sondern eher noch mehr Fragen. Ach ja. So, was ist hier denn noch? War das hier hinten mit dem Bücherregal? Müssen wir gleich mal schauen. Hier ist immer noch nichts passiert mit dem Spiegel. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass wir da durchrennen mussten, wo auch immer das war. Ich meine, das wäre so erreichbar gewesen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber... Oh, ein Tofu-Block. Nom, nom, nom. So. Ja, wir speichern einmal. Tja. Das stimmt mich immer nachdenklich, solche Passagen in Spielen. Und dann muss ich immer ewig drüber nachdenken. Ah, hier ist auf jeden Fall schon wieder das mit den Spinnen. Und hier war doch irgendwo auch die Dame, die ein paar Witze hören wollte. Muss ich echt nochmal da durch? Bin irgendwie gerade ein bisschen verwirrt. Da oben. Hier links ist noch was. Ah, da ist sie auf jeden Fall. Okay. Ja. Wir erzählen dir jetzt Witze. Ah, ich bin es, die Göttin des Sees. Danke für die Clams, schätze ich. Sie sagen, Geld kann kein Glück kaufen, aber das funktioniert scheinbar nicht. Kannst du was Lustiges für mich tun? Okay, was hast du für einen Witz? Ja. So. Was? Die Inhalte dieses Buches sind zu peinlich, um sie laut zu lesen. Vielleicht wäre jemand Älteres in der Lage dazu. Was? Okay, verdammt, ich glaube, wir brauchen Hero, oder? Das war ja jetzt nicht so erfolgreich. So, Hero ist der Älteste. Hero, du traust dich, los. Wie süß, es ist ihm zu peinlich, das vorzulesen. Ja, ja, ja. Ach so, man sagt, Geld kann Glück kaufen, so meinte sie das. Ja. Also, erstmal Scarecrow. So, den Witz kennen wir ja schon. Und wie findet sie ihn? Dieser Witz war so schlecht. Ich will einfach nur... Oh mein Gott. Okay. Wir hauen ihr die jetzt alle um die Ohren. Da muss sie jetzt durch. Bei irgendeinem wird sie ja wohl eine positive Reaktion haben. Also eine gute, meine ich. So. Schade, dass wir das nicht hintereinander wegmachen können. So, jetzt der Fahrradwitz. Und? Auch da weint sie. Das ist voll grausam. Was bringt uns das? Aber wir müssen das jetzt durchziehen. Ich überlege gerade, was fehlte uns denn noch? Im Schloss auf jeden Fall von Sweetheart müssen wir noch vorbeischauen, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Wir kommen aber auch nicht zu Potte. Also wir können nicht weiterspielen, meine ich nur. So, der Käse-Joke. What? Tut mir leid? Was bringt das alles? Okay, sie kommt aber auch immer noch. Es wäre eigentlich geil, wenn sie sagen würde, oh nein, ihr schon wieder. Lasst mich doch endlich in Ruhe. Ja. So, welchen haben wir denn jetzt? Den Ocean Joke noch. Ja, das war's. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Mit diesen Jokes. War jetzt nicht besonders ergiebig. Naja, okay. Aber wo ist noch das Bücherregal? Das war nicht hier, oder? Oder doch? Ich meine eigentlich nicht, dass das hier gewesen wäre. Ich meine schon, dass das im Wald war.
das da eigentlich noch was auf dem Boden? Nee, ist nur ein Schatten, oder? Ich suche mal eben noch nach dem Bücherregal. Ich cutte mal eben. Ach, hier. Hier ist das Mensch. Oh, was? Oh, upsi. Okay. Sorry. Kann ich aber hier einfach vorbei? Ja, das kann ich. Hm, was soll ich lesen? Was soll ich lesen? Oh, ich habe jedes Buch in diesem Regal 20 Mal gelesen. Hätte ich doch nur was Interessanteres zu lesen. Boah, woher bist du denn gekommen? Du hast ihm ein interessantes Buch gegeben. Wow, dieses Buch ist wirklich interessant. Okay. Seitenumblätter. Oh, tut mir leid. Ich war wohl weggezoomt. Danke, dass du mir dieses interessante Buch gezeigt hast. Ich muss dir wohl etwas geben dafür. Mal sehen, wie wär's hiermit. Bitte sehr. Dieses Buch ist eine Sammlung der traurigsten Gedichte, die je geschrieben wurden. Viel Spaß damit. Ah, Deep Poetry Book. Na, wo war ich jetzt stehen geblieben? Deep Poetry Book? Ist das auch zum Equippen? Ja. Ah, man beginnt sad im Kampf, aber ist ja eigentlich nicht so geil. Ich überlege gerade. Meint ihr, ich könnte ihr daraus was vorlesen und das findet sie gut? Oder ist sowas, was man equippen kann, nicht gleichzeitig ein Gegenstand, den man verwenden kann? Ich probiere es mal kurz. Ach, jetzt bin ich ja wieder Omori. Obwohl, Omori ist gut, kann gut traurige Dinge vorlesen. Denke ich mal. Ich guck mal kurz. Na, okay. Na gut. Ich dachte halt, naja. War nur so ein Gedanke gewesen. Hätte klappen können. Oha, was ist das hier? Ich liebe Sweetheart so sehr, dass ich Tickets habe für Sweethearts Quest for Hearts. Auch wenn ich nicht in der Lage war, die unglaublich seltenen und schwer zu erwerbenden erste Reihe Tickets zu kaufen. Mein Verkäufer hat mir aber zugesichert, dass mein Ticket trotzdem an einem richtig guten Sitzplatz ist. Und er hat auch gesagt, dass es sehr bald losgehen wird und dass ich hier und deswegen warte ich hier seit vielen, vielen Stunden. Ich frage mich, ob wir es ihm sagen sollten. Ich bin mir sicher, jeden Moment wird es beginnen und dann werde ich zu meinem Sitz gebracht und dann... ja, das wird keine andere als Sweetheart selbst sein. Jetzt, da ich die ehrlichste, da ich der ehrlichste und größte Sweetheart-Fan bin, war mir klar, dass ich nicht ohne mein liebstes Ding hierher kommen kann. Schaut es euch an, mein wunderschönes... Was ist das? Es ist weg! Nein, mein wertvollster Besitz. Jetzt kann ich nicht zu meinem Traumevent. Ihr vier. Da ihr definitiv sehr viel unwichtigere Sweetheart-Fans seid, muss ich euch bitten, mein wertvolles Ding zu finden und es mir zurückzugeben. Ihr werdet es wissen, wenn ihr es gesehen habt. Oh, habe ich es vielleicht schon? Nee, scheinbar nicht. Aber es kann ja kaum da drin sein. Es muss ja irgendwo in dieser Welt sein. Und wer weiß, wo? Ich meine nur, wir könnten ewig dann suchen. So, meine Lieben, ich mache aber an der Stelle einen kleinen... Obwohl, wir gucken noch ganz kurz, ob wir hier überhaupt reinkommen. Da bin ich mir nämlich noch gar nicht so sicher. Doch. Wir kommen rein. Ist dann hier auch immer noch das Loch? Ah, wie süß. Es wurde geflickt. Das ist ja cool. Und... ah, hier. Sind dann hier noch Leute? Da konnte man ja kaufen. Die konnte man zerstören. Hä? Kennen wir uns? Le Gasp.
Nee, ich mache jetzt mal einen Cut, meine Lieben, weil wenn sie schon so stehen, deutet das darauf hin, dass das nochmal etwas länger dauert. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Omori mit diesem komischen Geist oder Dämon, der hier gerade ein Bild malt. Na gut, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.